Oh yeah! So, Freunde, ich darf euch ganz herzlich begrüßen zu einer neuen Folge von Let's Play Counter-Strike Global Offensive Overwatch. Wir sind wieder da, Freunde. Diesmal auf das 2. Krass. Warte mal, wir machen heute unser hier Anti-Cheat. Bla bla. Bla bla. Ne? Jetzt gucken wir mal. Mhm. Wer scoutet, der weiß das. Alles klar. Ich weiß Bescheid. Aha. Okay, mach mal weg. Der ist also schon mal ekelhaft drauf. Auch durch die Wand und so. Jo. Wahrscheinlich, Bruder. Muss los. Ja. Also das 2 und Mirage sind meistens die scheiß dreckigen Maps, die sehr, sehr gerne irgendwie, ich weiß auch nicht, irgendwie ekelhaft immer weiß, wo er ist. Jetzt guckt er noch, obwohl er weiß, dass er schon nicht mehr da ist. Alles für Overwatch. Es gibt einfach Leute, die können einfach schlecht schauspielern, es ist halt einfach so. Und da brauchen die nicht irgendwie lange rumzufackeln. Übrigens bin ich wieder ein bisschen hell, Freunde. Deswegen machen wir es mal so. Bomb has been planted. Ich bin mir nur nicht sicher, ob der einen kleinen Aimer drin hat. Das sehen wir jetzt gleich. Ich glaube, der hat nur einen Wallhack. Und der hat noch einen Headshot gekriegt. Der hat noch einen Headshot gekriegt. Das tut weh, mein Junge. Das tut weh. Alles klar. Genau. Oh mein Gott. Da fehlen mir die Worte wieder. Also Wallhack ist da. Ah! Oh mein Gott! Kacke, Junge! So ein kleiner Batschi, der einfach denkt, ja, ich muss mal ein bisschen Rage machen. Junge, dass er ja auch jedes Mal trifft, unglaublich! Wow! Hol ihn! Ah, schade. Jetzt ist er weg, ja. Also. Das ist safe, würde ich sagen, Freunde. Ja. Wallhack ist da. Er versucht halt, auf den Kopf zu zielen. Guck mal, nur weil... Das war wieder so... Wir haben einfach wieder verloren. Ja, du... Das ist mittlerweile immer so. Du spielst... Keine Ahnung. Oh, mein Arme. Du spielst, keine Ahnung, 6-0 oder so, du bist richtig gut mit deinen Full Mates oder so, weißt du, und dann fängt es an. Dann fängt es an, die haben an, die können nicht 6-0 führen, das geht nicht, bla bla. Und weil du deine Mates... Du kennst ja deine Mates. Du weißt, was sie können, du weißt, wie die spielen und so. Und da kann der eine mit der Diege richtig gut umgehen und dann denken die oder so, keine Ahnung, dass du einfach anhast. Und das ist einfach so lächerlich. Dass die dann immer Raid checken müssen. Mein Gott. Deswegen spiele ich mittlerweile fast kein Counter-Strike. Es ist einfach nur noch erbärmlich, ist das nur. Wofür spielst du das überhaupt? Und darf es nicht mal gut sein, weißt du? Und ich wurde auch wieder öfters jetzt bei alles in der Aufnahme, Freunde, kommen CSGO-Videos. Da wurde ich wieder reported, weil ich wieder hacken soll und so. Ist alles auf Aufnahme, ihr könnt das alles sehen. Also Legend spielen kann ich. Nicht mehr als Legend spielen, wisst ihr, was ich meine? Mehr Legend spielen kann ich nicht. Time to fuse the bomb.
Ja, hätte ich gesaved, weil ich sowieso gewusst hätte, kein Kit. Der schießt ja nicht einfach mal so durch die Tür, weil wie ich es immer mache, um zu gucken, ob er trifft, ne? Er ist aber auch kacke. Also ohne den Wallhack wäre der einfach kacke. Ist halt einfach so. Der macht nur Kills deswegen. Deswegen haben die, glaube ich, auch einen Bot. Ich weiß nicht, ob der wieder reingekommen ist. Oder hat er jetzt einen kleinen E mal reingemacht? Kann ich nicht. Weiß ich nicht. Headshot-Quote 66%. Könnte eventuell jetzt ein Emma drin haben. Zielhilfe. Machen wir mal nicht, aber Sichthilfe definitiv und der hatte eventuell sogar noch was anderes an, wer weiß. Ich mach das einfach mal, ja. Und Griefing, nein. Ja. Es ist einfach, wie gesagt, immer dasselbe. Ich bedanke mich trotzdem fürs Zuschauen. Und ich muss das mal ändern. Hier muss ich das ändern, aber das mache ich nach der Aufnahme. Vielen Dank fürs Zuschauen, Freunde. Bewerten, kommentieren, schreibt in die Kommentare, was ihr in der Meinung seid. Und dann würde ich mich sehr gerne freuen. Und dann sehen wir uns einfach beim nächsten Video. Haut rein, euer Sepp, macht's gut. Ciao.